Stolz sind alle Beteiligten auf ihre Leistung, die sie seit 2002 auch öffentlich vorführen. Über den Applaus freut man sich, weil man gut ankommt und erlebt, dass die Arbeit und die Proben den Erfolg gebracht haben, erzählt Patrick. Die Gebärdensprache ist ein Bestandteil der Stücke und Übersetzer hat auch immer eine eigene Rolle. Dennoch ist das Projekt Viva Integratives Kindertheater lautsprachlich orientiert.